Hoi, da stimme ich dir um. Wir machen jetzt eine Kopfanleitung zum Thema Ziele nicht erreicht. Du hast deine Liste vom letzten Jahr mit den Sachen, die du erreicht hast und den Sachen, die du nicht erreicht hast. Nimm mal eines von den Zielen, die du nicht erreicht hast und schau mal drauf und schau mal, was für Emotionen kommen hoch. Wo nimmst du das wahr in deinem Körper? Wut. Mhm. Wo spürst du die? In der Brust. Noch. Traurigkeit. Mhm. Wo spürst du die? Im Hals. Kommt sonst noch was? Nee, das ist so das Haupt. Ja, gut, okay. Kannst du sagen, welches Ziel du nicht erreicht hast? Ist es möglich oder ist es eher was, was du lieber nicht sagen möchtest? Ich kann das sagen, es ist die Reise mit dir zu den Delfinen. Okay, gut. Hatte ich mich gefreut, gewollt, gewünscht. Und es ist... keine Bilder verkauft und dann nicht gegangen. Kein Geldeingang. Okay, gut. Dann klopf's mal an der Handkante. Auch wenn ich mein Ziel letztes Jahr nicht erreicht habe. Auch wenn ich mein Ziel letztes Jahr nicht erreicht habe. Und ich nicht zu den Delfinen mitgehen konnte. Und ich zu den Delfinen mitgehen konnte. Akzeptiere ich mich voll und ganz. Akzeptiere ich mich voll und ganz. Auch wenn ich die Wut in meiner Brust habe. Auch wenn ich die Wut in meiner Brust habe. Ich habe keine Bilder verkauft. Ist kein Geld reingekommen. Obwohl ich das so bestellt hatte. Trotzdem bin ich okay. Auch wenn ich die Trauer in meinem Hals habe. Es geht nicht so einfach. Dass ich meine Träume einfach... so verwirkliche. Trotzdem bin ich okay. Und ich wähle zu erkennen... Dass es die anderen Jahre immer geklappt hat. Augenbraue. Der Frust. Seite vom Auge. Die Wut. Unterem Auge. All die Trauer. Unter der Nase. Es hat nicht geklappt. Unter dem Mund. Das Geld ist nicht reingekommen. Schlüsselbein. Die Wut in meiner Brust. Unter den Armen. Die Trauer in meinem Hals. Unter der Brust. Ich habe mein Ziel nicht erreicht. Im Kopf. Dabei habe ich es mir so schön vorgestellt. Tief durchatmen. Wir haben vorhin nicht geschaut, wie hoch ist die Wut in der Brust, wie hoch war sie, wie hoch ist sie jetzt? Kannst du das so ein bisschen zahlenmäßig sagen? Hoch war sie 10. Die Wut ist jetzt auf 7. Aha, und die Trauer im Hals? Die Trauer hat sich ein bisschen bei 4 ungefähr. Und vorher war sie? Vorher 8. 8. Okay. Gut, ist jetzt durch das Klopfen die erste Runde irgendwas anderes noch hochgekommen? Es klappt ja doch nicht. Aha. Okay, gut. So ein bisschen Frustration Frustration. Gut, okay, dann gehen wir direkt zum Gallenblasenpunkt auf der Seite vom Auge. Ich liebe und akzeptiere mich. Von ganzem Herzen. Mit all meinem Frust. Auf der tiefsten Ebene. Vom allerersten Mal. Als ich den Frust je erlebt habe. Und ich wähle. Den Frust jetzt loszulassen. Und ausatmen. Und wieder ganz in der Kraft, von Geduld und Dankbarkeit zu sein. Gut, und dann atmest du ein, dunkelrosa Licht. Bringst das dunkelrosa in all deine Zellen.
dann gib mir noch den Punkt unter der Nase. Ich liebe und akzeptiere mich. Ich liebe und akzeptiere mich. Von ganzem Herzen. Von ganzem Herzen. Mit meinem Stress. Mit meinem Stress. Auf der tiefsten Ebene. Auf der tiefsten Vom Ebene. Allerersten Vom allerersten Mal. An. Als ich den Stress je erlebt habe. Und ich wähle. Und ich wähle. Den Stress jetzt loszulassen. Stress jetzt loszulassen. Und ausatmen. Und wieder ganz. Und wieder ganz. In der Kraft von Leichtigkeit. In der Kraft von Leichtigkeit. Und Freude. Und Freude. Und der Gnade zu sein. Und der Gnade zu sein. Tief atmen. Atmen wieder das Dunkelrosa ein. Bring es in all deine Zellen. Gut, dann klopfst du wieder an der Handkante. Auch wenn es letztes Jahr nicht geklappt hat. Auch wenn es letztes Jahr nicht geklappt und hat. Und ich nicht zu den Delfinen mitgehen konnte. Und ich nicht zu den Delfinen mitgehen konnte. Akzeptiere ich mich voll und ganz. Ich mich voll und ganz. Und ich wähle. Und ich wähle. Dankbarkeit zu spüren. Dankbarkeit zu spüren. Dass ich schon so viele Male mit zu den Delfinen dass gegangen bin. Dass ich schon so viele Male mit zu den Delfinen war. Auch wenn ich traurig und wütend bin. Auch wenn ich traurig und wütend bin. Hat letztes Jahr nicht geklappt. Hat letztes Jahr nicht geklappt. Trotzdem bin ich okay. Trotzdem bin ich okay. Ich wähle. Und ich wähle. Meinen Frust jetzt loszulassen. Meinen Frust jetzt loszulassen. Und Dankbarkeit zu spüren. Und Dankbarkeit zu spüren. Für all die schönen Delfinkontakte, die ich schon hatte. Für all die schönen Delfinkontakte, die ich schon hatte. Auch wenn ich noch ein bisschen Frust habe. Auch wenn ich noch ein bisschen Frust habe. Und Stress habe. Und Stress. Dass nicht genug Geld für die Delfine reingekommen ist. Dass nicht genügend Geld für die Delfine reingekommen ist. Trotzdem bin ich okay. Trotzdem bin ich okay. Und ich mache auch für die Möglichkeit. Und ich mache auch für die Möglichkeit. An die letzten Jahre anzuknüpfen. An die letzten Jahre anzuknüpfen. Und Bilder zu verkaufen. Und Bilder zu verkaufen. Und das Geld für die Delfine zu generieren. Und das Geld für die Delfine zu generieren. Augenbraue, es klappt ja sowieso nicht. Es klappt ja sowieso nicht. Seite vom Auge. Der Frust, dass es letztes Jahr nicht geklappt Frust, hat. Frust, dass es letztes Jahr nicht geklappt hat. Unter dem Auge. Ich habe mein Ziel nicht erreicht. Habe mein Ziel nicht erreicht. Unter der Nase. Das Geld ist nicht reingekommen. Geld ist nicht reingekommen. Unter dem Mund. Die restliche Wut. Die restliche Wut. Schlüsselbein. Die restliche Trauer. Die restliche Trauer. Unter dem Arm. Der restliche Frust. Der restliche Frust. Unter der Brust. Es hat nicht geklappt letztes Jahr. Es hat nicht geklappt letztes Jahr. Auf dem Kopf. Was wäre, wenn ich das jetzt loslassen könnte? Was wäre, wenn ich das jetzt loslassen könnte? Tief atmen. Augenbraue. Ich wähle, dankbar zu sein. Ich wähle, dankbar zu sein. Seite vom Auge. Meine Bilder haben mir schon so viele Male erlaubt, zu den Delfinen zu gehen. Meine Bilder haben mir schon so viele Male erlaubt, zu den Delfinen zu gehen. Unter dem Auge. Was wäre, wenn ich wieder Bilder verkaufen Was könnte? Was wäre, wenn ich jetzt wieder Bilder verkaufen könnte? Unter der Nase. Vielleicht könnte ich das Geld generieren. Vielleicht könnte ich das Geld generieren. Unter dem Mund. Ich habe mir diesen Traum schon einmal realisiert. Schüsselbein. Und was ich schon mal gemacht habe, das kann ich wieder machen. Und was ich schon mal gemacht habe, kann ich wieder machen. Unter dem Arm. Was wäre, wenn das möglich ist? Was wäre, wenn das möglich ist? Unter der Brust. Ich wähle, in die Dankbarkeit zu gehen. Ich wähle, in die Dankbarkeit zu gehen. Auf dem Kopf. Ich bin in der Dankbarkeit. Ich bin in der Dankbarkeit. Augenbraue. Ich sehe mich schon bei den Delfinen. Ich sehe mich schon bei den Delfinen. Seite vom Auge. Ich schaue dem Delfin ins Auge. Ich schaue dem Delfin ins Auge. Unter dem Auge. Er schaut mich an. Er schaut mich an. Unter der Nase. Und ich spüre die tiefe Dankbarkeit. Und ich spüre die tiefe Dankbarkeit. Unter dem Mund. Ich spüre die tiefe Dankbarkeit in meinem Herzen. Ich spüre die tiefe Dankbarkeit in meinem Herzen. Ich bin dankbar, dass ich mir das Geld generieren kann. Ich bin dankbar, dass ich mir das Geld generieren kann. Unter dem Arm. Ich bin dankbar, dass es zu mir fließt. Ich bin dankbar, dass es zu mir fließt. Unter der Brust. Ich bin dankbar, dass ich es schon mal geschafft habe. Ich bin dankbar, dass ich es schon mal geschafft habe. Auf dem Kopf. Ich kann mir meine Träume erfüllen. Ich kann mir meine Träume erfüllen. Und ich erfülle mir meine Träume. Und ich erfülle mir meine Träume. Tief durchatmen. Gut.
denk nochmal dran, schau auf deine Liste nochmals. Du hast es nicht erreicht, dass du genügend Geld generieren konntest, dass du mitkommen konntest letztes Jahr. Was jetzt? Was macht die Wut? Wut ist weg. Ist weg? Trauer ist weg. Frust? Ist noch ein bisschen Zweifel da. Aha, Zweifel, dass es klappt. Zweifel, dass es klappt, ja. Okay, Handkante. Auch wenn ich noch Zweifel habe. Wenn ich noch Zweifel habe. Dass ich wirklich das Geld generieren kann. Wirklich das Geld generieren kann. Akzeptiere ich mich voll und ganz. Auch wenn ich Zweifel habe. Auch wenn ich Zweifel habe. Dass ich so viel Geld anziehen kann. Dass ich so viel Geld anziehen kann. Akzeptiere ich mich voll und ganz. Akzeptiere ich mich voll und ganz. Auch wenn ich die Zweifel habe. Auch wenn ich die Zweifel habe. Dass es wirklich klappen könnte. Dass es wirklich klappen könnte. Akzeptiere ich mich voll und ganz. Akzeptiere ich mich voll und ganz. Und ich mache auch für die Möglichkeit. Und ich mache auch für die Möglichkeit. Dass das nötige Geld zu mir kommt. Dass das nötige Geld zu mir kommt. Augenbraue. Die Zweifel. Die Zweifel. Seite vom Auge. Es klappt ja eh nicht. Es klappt ja eh nicht. Unter dem Auge. Die Zweifel. Die Zweifel. Unter der Nase. Ich kann nicht so viel Bilder verkaufen. Ich kann nicht so viel Bilder verkaufen. Unter dem Mund. Niemand kauft meine Bilder. Niemand kauft meine Bilder. Schlüsselbein. Ich habe all die Zweifel. Ich habe all die Zweifel. Unter dem Arm. Ich schaffe es nicht. Ich schaffe es nicht. Unter der Brust. Was wäre, wenn ich schaffe? Was wäre, wenn ich schaffe? Auf dem Kopf. Warum geht es so einfach und leicht? Warum geht es nur so einfach und leicht? Dass ich mir meine Träume erfüllen kann. Dass ich mir meine Träume erfüllen kann. Ich durchhalte. Wie ist es mit den Zweifeln jetzt? Die sind weg. Gut, nimm jetzt einen tiefen Atemzug, mach deine Augen zu und stell dir vor, du sitzt vorne auf dem Spitz beim Schiff und die Delfine sind unter dir. Du schaust ihnen zu, sie schauen dich von unten an, sie spielen so mit dem Wasser, sie flitzen herum, spür die Lebendigkeit in dir, die Freude in dir, die Freiheit in dir, die Lebensfreude in dir. Und stelle dann vor, wie du ins Wasser gehst und sie sind da. Du schaust zu, wie sie unten drehen, wie sie spielen. Und spür, wie du ein Teil von der Delfingruppe bist. Wie du die Lebendigkeit, die Lebensfreude mit ihnen teilst. Wie sich dein Herz füllt mit Freude, mit Liebe, mit Dankbarkeit.